Bitte, ich will nicht sterben. Bitte nicht. Komm, dann lass. Wir müssen noch ein bisschen looten, ne? Hier sind noch Soda drin. Oh, hier sind noch Leuchtfackeln, Feuerdingsbums. Oh, ich komm. Hier. Wir brauchen noch die Schokoriegelpackung. Irgendwo gibt's auch noch Kisten mit Schokoriegeln. Oh mein Gott. Ich hatte gerade so einen Voice Crack, dass du wahrscheinlich nicht mal gehört hast, dass ich einen Voice Crack hatte. Das stimmt. Alter, was war das? ich habe gerade richtig wie so ein Roboter, wie so gesagt. Bei mir ist hier noch ein Seil, wenn du das noch aufheben kannst. Ich kann kein Seil mehr tragen. Ja, ich denke. Ach, wir können einen Bogen machen, hätte draus. Ich glaube, wir brauchen keinen Bogen. Ich mache mir jetzt trotzdem Bogen, weil dann kann ich das Seil nämlich einsammeln. Perfekt. Oh, hier sind wieder Kannibalen. Komm aus dem Rucksack raus. Kannibalen sind da. Ich dran kämpf. Oh nein. Ich werf dich zum Fressen vor. Ist mir egal. Ist das denn ernst? Ja. Ich mache hier gerade was. Ich bin hier gerade am Erkunden. Hört man. Ich will noch gucken, was ich hier aus Steinen machen kann. Was ist das hier? Oh, geil. Ich habe jetzt eine Wasserflasche. Ja, wie eine Wasserflasche? Guck mal, ich habe eine Wasserflasche. Wie hast du die gemacht? Zwei Hasenleder und ein Seil. Ich habe kein Hasenleder. Muss aber gucken, ob ich noch zwei habe. Ne, ich habe nur noch einen. Na, wow. Die fressen nicht gleich auf, ne? Du stehst gerade vor denen. Baumharz? Sind weggerannt, weil du aus dem Inventar gekommen bist. Wir müssen unbedingt die Taschenlampe finden, die ist viel geiler. Ja, ja, Taschenlampe ist so ein Vorteil. Ja, unser Feuer brennt immer noch. Sehr gut. Realistisch. Oh, hier ist ein Platin. Ich kann hier nicht mal einsammeln, die Platin. Na komm, dann gehen wir. Nee, ich mache jetzt hier eine Bombe draus. Kannst du gar keine Bomben machen. Doch, mit Münzen, Panzertape, Uhr und... Uhr, Alkohol, Münzen. Warte. Und Münzen, Platine. Panzertape. Ich habe kein Panzertape. Ich schon. Noch zwei habe ich noch. Junge, da merkt man, wer von uns beiden hier die ganze Zeit am Hinten ist. Aber ich habe nur eine Uhr. Schade. Alter, jetzt habe ich eine Bombe, Digga. Einfach eine Bombe. Geil. Das ist das erste Mal, dass du bombastisch bist, Hero. Bombastisch. Wo bist du denn schon wieder ganz? Oh, weiß ich nicht. Ich erkunde. Ja, sehe ich. Ich glaube, ich bin gerade da, wo unser Zelt ist. Aus Versehen hingelaufen. Toll. Das heißt auch da, wo der Höhleneingang ist, wo wir gerade reingegangen sind. Ah. Ja, lass nochmal. Oder ist hier unser Zelt? Ja, hier. Oh. Dann lass uns mal beim Zelt treffen. Okay. Kommt da angelaufen. Hier ist ein Hase, wenn du eine Trinkflasche haben willst. Komm her. So, wir gehen hier lang. Wohin? Hier lang. Wollen wir eine neue Höhle? Ja, Höhlen ist halt der Way to go, ne? Über ja. Höhlen stimmt, wir brauchen unbedingt das Katana. Ich würde erstmal an der Küste so entlang laufen. Stimmt, ich habe jetzt eine Bombe. An der Küste gibt es einen Teil, was man aufsprengen kann. Ich glaube, da sind Waffenteile drin. Weißt jetzt, du, für diese... Was meinst du? Das kann man aufsprengen. Ja, so ein Fels kann man aufsprengen und darunter sind dann Waffenteile. Sieht dieser Fels so aus wie vor uns da? Dieses Ding, was da mitten im Wasser steht? Nee, das siehst du nur, wenn du nah dran bist. Das ist eben mit dem Boden. Aber wir können mal aufs Boot da. Ja, wir müssen aufs Boot. Nee, wir schwimmen nicht. Schwimmen dauert ultra lange. Auf dem Boot gibt es bestimmt geile Sachen. Außer Puste. Ich tauche einfach. Und immer an diesem Baum da oben meine Base. Immer. Also wenn ich mich mit diesem baue, weil... Also, Baseball ist halt eigentlich dumm. Warum? Weil, wenn da einmal ein Kannibale zu dir kommt, was halt schnell passiert, berichtet er seinen Freunden davon und dann werden dich jede Nacht immer mehr Kannibalen angreifen und irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Cool, Content. Achso, ja. Ja, ich hätte jetzt so. Ich speichere mal, was ich hier halt schon mal. Überschreiben den alten so. Oh, hier war eine. Da allerdings. Hier ist, kann man eine Karte, für suchen und dann kann man in diese Tür reingehen. Ja, ja, und da ich glaube, also, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das darin ist, aber ich glaube, das gibt auf jeden Fall einen Stab. Ich glaube, der ist darin. Den platzierst du so, auf dem Boden und dann kannst du einstellen, dass da Kannibalen herkommen sollen oder dass sie dann nicht herkommen können in diesem Bereich, wo der Stab ist. Ei, stimmt, ja. Aber ich glaube, der ist hier. Dann kann man den so auf Rot und auf Blau stellen. Habe ich noch nie gesehen selber. Also, hat mir nur mein Kollege erzählt. Ja, ich habe den schon mal benutzt, aber da habe ich dann auch mit dem Developer-Menü gearbeitet. Nein, du musst den Hals abtrennen, Mann. Was machst du da?
Das ist mein Panzer. Nein. Oh nein. Oh. Nimm die. Das gute Fleisch nimmst du nicht oder was? Man kann eh nur einen Panzer haben, deswegen. Hier hatte ich mal meine Base aufgeschlagen, weil hier kommen jeden Morgen kommen, wenn man aufsteht, kommen hier immer 5 bis 10 hier Dinger. Wie heißen die? Krokodile. Weißt du? Ja. Und dann, ja, kannst du die halt jeden Morgen fordern, ne? So. So. Schildkröten sind einfach Krokodile geworden. Ich mag Krokodile irgendwie nicht. Oh, hier ist noch ein Easter Egg. In ein Grab. Von dem, der die Yacht gehört hat. Wird sich nach seinem Tod selber vergraben? Nee, das war glaube ich, ein Bekannter oder so. Alter, dass man hier so schnell Hunger verliert, ey, wirklich. Hunger verliert? Das wäre gut. Also, Hunger kommt so. Nennt man das. Hunger kommt und geht. Ich habe eine Höhle. Ich sehe sie. Aber ich glaube, das ist der Schlitz, den wir in der Höhle gesehen haben. Habe ich mich auch gerade gefragt, ob das der ist, tatsächlich. Ich glaube, das ist der wirklich. Oh. Obwohl, ich glaube, hier lagen keine Koffer. Und es ging nicht so lang hoch, glaube ich. Nee, das ist der nicht, oder? Es geht so lang hoch hier. Werden wir gleich sehen. Na, da geht's hoch auf jeden Fall. Aber ist das da, wo wir auch hochgegangen sind quasi? Oha. Tigger, zusammen sind wir so stark. Ja, wir sind. Boah, ich glaube, das ist das. Hier sind ganz viele Tücher. Nee, hier lag in der anderen Höhle hier so ein Typ. Erinnerst du dich an irgendwas? Wie? Nee. Nee, das sah anders aus. Ja, ne? Meine ja. Ich auch. Ja, nee, das ist definitiv nicht die. Guck mal. Ich loote gerade. Das hier ist die Ding. Ey, warte mal damit. Ansonsten kommt da der Boss raus. Ach, da, ja, darum ist glaube ich. War hier noch was? Nee. Also, man müsste schon da reingehen. Digga, dieses Feuerzeug, wie lange er braucht, um das wieder anzumachen. Okay, ich geh da rein. Okay, viel Spaß. Komm, bin ich. Oha. Geh langsam und behutsam. Langsam und behutsam. Oh ah ja, okay. Ich mach da mal kurz meine... Ja, lass die Zeit. Digga, treff ihn doch jetzt mal hier. Soll... Brenn. Hä, das ist wieder aus, das Feuer. Komm her. Und meinen habe ich schon tot, wenn ich das kaum in meinem Kopf warte. Ja, bei mir dauert es auch nicht allzu lange. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, weißt du? So, deswegen, Entschuldigung. Ja. Hätte ich wissen müssen. Ja, wirklich. Habe ich das ausgerüstet? Meine Güte. Ey, Digga, wie viele Koffer sind hier denn mit Tüchern drin, Digga? Also daran fehlt es jetzt nicht mehr. Boah. Oh nö. Oh mein Gott, Digga, fast wäre ich da reingefallen. Sieht doch wie. Oh mein Gott, meine Stimme, Bruder, warte ganz kurz. Oh mein Gott, warte. Ah ja. So geht. Hat man nicht gehört, oder? Nö. Hat man es wirklich nicht gehört? Okay, man hat es. Also wir können jetzt runtergehen. Oh, wir können auch hier links gehen. Oha. Ja, das glaube ich, ne? Da kam ein Herz rausgesprungen, Digga. Wie, da kam ein Herz rausgesprungen? Ja, das da, was da liegt. Ah, da sind noch mehr Herzen. Gehirne. Oh, okay, dann gehen wir da runter. Hier ist ein Koffer, ein Louis Vuitton-Koffer. Ja, ne, da wo Tücher drin waren, das waren auch Louis Vuitton-Koffer. Ja. Ich habe die Taschenlampe gefunden. Die liegt hier. Ey, bist du gerade. Meinst du es ernst? Ja. Oh. Wo ist sie das da? Das ist so ein Game Changer. Oh mein Gott. Komm her. Hier, hier liegt sie. Irgendwo. Hä? Bei mir ist sie nicht. Nein. Nein? Tu mir das nicht an. Ich habe sie dir weggenommen. Nein. Bitte nicht. Ey, dann müssen wir nochmal aus der Höhle raus und wieder rein, damit das neu lädt. Ich hab sie. Oh mein Gott. Aber man braucht noch ein paar Batterien oder so. Ich hab Batterien. Ich hab 3 Batterien. Hä, wo siehst du die bei deine Batterien? Die sind neben den unter den Kassetten. Bei mir ist es da. Neben dem Feuerzeug. Egal, ey, wir haben. Oh mein Gott, das ist so gut. Sonst kann ich dir Batterien abgeben, aber die findest du eigentlich immer mal wieder in Koffern. Hä? Das ist viel, viel geiler mit der Taschenlampe. Ja. Ich loot halt nicht so viele Koffer wie du, darum habe ich auch nicht so viel. Was hättest du denn mal machen sollen? Wann hätte ich nicht bekommen? Naja. Ich komme da wieder so ein Monster uns entgegengesprungen. Ja, ist eine große Höhle hier. Mhm. Digga, wo sind wir? Oh mein Gott. Komm mal her. Was? Wir haben was gefunden, was essentiell zum Game durchspielen ist. Nein! Taucherausrüstung. Oh mein Gott. Wollen wir dann gleich mit der Taucherausrüstung hier runter? Hey, da geht's zum Endding, ne? Nein. Nein, da noch nicht. Oder? Also, nein, da gibt's noch nicht. Ach nee, da müssen wir die Schlucht runter, glaube ich, ne? Nicht unbedingt, aber das ist nicht die Höhle davon. Hey, dann lass das mal machen, ja.
Musst du nicht equippen, einfach reinspringen. Achso. Ey, ich liebe diese Taschenlampe, die da dran ist, ne? Die ist echt geil. Auch absoluter Gamechanger zum Feuerzeug halt einfach, ne? Ja, aber das Ding kannst du halt nicht die ganze Zeit anlassen. Ja, das Feuerzeug eigentlich auch nicht, aber naja. Oh, Babys. Hä, ist das doch? Guck mal da oben. Was? Digga, einfach RGB hier. Ja, weil RGB ist so eine Performance. Willst du nicht die Tauchrüstung ausziehen? Oh, hier sind noch Flaschen. Nee, ich finde die angenehm. Oh, ich kann die gar nicht nehmen. Geht's noch weiter ins Wasser? Ich geh wieder ins Wasser. Uns ist aber kalt, ne? Egal. Ja, ich bin erst am Ende, will ich mir den Tauchrüstung. Oh, also, geil. Hier sind noch die Fackeln. Wo bist du hin? Ich bin weiter ins Wasser gegangen. Ja, und welche Richtung? Rechts oder links? Richtung meinen Namen. Ja, ich sehe deinen Namen nur unter Wasser. An die Richtung, wo halt mein Name steht. Rechts also. Ja, geht doch. Mhm. Oh mein Gott, Digga, ich war da fast reingehüllt, denkst du. Ich leg da gleich mal ein bisschen was drauf. Hier. Zwei Fleisch, okay? Zwei Fleisch. Das dauert so lange. Hörst du diese Geräusche? Boah, das ist aber richtig leer, der Magen, ne? Was höre ich? Hier sind die ganze Zeit Geräusche. Ja, vom Wasser, ne? Achso, nee, ich meine von so laufenden großen Monstern. Nee. Aber wenn du die nicht hörst, macht auch nichts, weißt du? Ja. Ist auch okay. Jetzt zieh deine Tauchrüstung aus. Will nicht, ich finde die gut. Ey, wie viele Flaschen hier liegen, Alter. Ey, jetzt können wir hier, Okay, so ein... Guck mal hier. Ich hab was gemacht. Oh mein Gott. Wir sind doch im Endlevel, wie ich gesagt habe. Ja, okay, das glaube ich auch. Oh, komm. Ja, warum nicht? Let's go. Ist das gerade dein Ernst? Ja. Wir werden alles verlieren. Warum? Ja, gut. Nö, wenn du meinst. Dann machen wir das jetzt. Ah, scheiße. Okay. Was? Ging das gerade wieder zu? Nee, safe nicht. Geht gar nicht. Komm, wir können jederzeit zurück. Wir bauen das Katana noch. Ja, vielleicht gibt's das hier. Vielleicht war das nur ein doofer Zufall mit der Tür, weißt du? Genau, ein doofer Zufall, dass hier die Endboss-Tür ist. Nee, das kann ja auch sein, dass es hier nicht das Ende ist, weißt du? Das ist ein doofer Zufall, dass wir das jetzt denken. So wird das wahrscheinlich sein. Ich habe die Bibel gefunden. Oh, hier ist die Bibel. Axt. Die Axt ist die hier. Die bessere Axt? Nee, die Holzaxt hier. Ja, das ist die bessere Axt, Mann. Nee, es gibt noch eine bessere, eine Baumarkt-Axt. Ach, das ist rostige Axt? Warte. Langsamer, mehr Schaden und blockieren 100. Ja, dann nehme ich die. Kommt nur langsam. Obwohl, eigentlich langsam ist auch gut. Ey, diese Dinger sind richtig geil, wenn du die wirfst. Ja, oder? Komm, wir müssen ins Wasser. Das Ding ist halt, hier sind so viele von den Teilen. Ich kann die einfach über rumwerfen. Okay, du bist noch gar nicht im Wasser, ja? Ey, hier ist ein Feuer. Sicher. Ich stehe hier gleich alleine im Endsaal, weißt du? Obwohl, ich denke, das ist ein Zufall, dass hier ist nicht die Endhöhle. Kann ich mir nicht vorstellen. Das war meine Tauchausrüstung wieder equippen. Du musst die nicht equippen, Digga. Spring doch einfach ins Wasser. Ach, Digga, ich vergesse es immer. Das sieht verdammt nach Endhöhle aus. Oh Mann, oh. Also, ich meine, wenn wir das jetzt schaffen, ne, haben wir vielleicht einen Weltrekord aufgestellt. Also, ich meinst das du? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber hier geht's hoch. Oh, wir müssen da hoch und nicht raus. Da geht's nicht raus, da geht's nur hoch. Ey, ich friere schon wieder. Es ist da frio. Mir ist kalt. Perfekt. Let's go. Meine Stunde 20 sind wir bestimmt schon hierbei. Ja, war gut, ne? Was ist der Forest-Rekord? Aber ich glaube, dafür braucht man so Bögen und die Kettensäge, das ist so das, womit du kämpfst. Aber ich glaube, im Endgame ist das nämlich so, dass du kurz vor dem Saal speicherst und jedes Mal, wenn du stirbst, spawnst du da, wo du gespeichert hast und kannst einfach wieder in den Raum reingehen. Ja. Und weiterkämpfen. Einfach reinspringen. Tatsache. Wohl dich. Hier auch ein Jumpscare, ne? Der wäre. Oh mein Gott, Digga. Oder auf einmal so, wenn die Ferne so aufleuchtet mit deiner Taschenlampe. Und dann auf einmal ist da so ein Gesicht oder so. Hä, wo bist du? Hä? Du bist umgedreht. Ja, da geht's doch nicht weiter. Also ist das ja doch nicht die Endhöhle. Warte mal. Oder ist da ein kleiner Schlitz, wo man durch kann? Nein, ich glaube nicht. Also guck noch mal. Also hier oben ist ein Loch. Hä? Ja, am besten. Hä, hier oben ist ein Loch. Du musst ganz hoch schwimmen, dann quetscht du dich da durch. Oh, ich weiß, was du... Oh.